Wir sind es wieder von ultra-hdtv.net, der Steffen und der Dominik. Und wir sehen hier gerade bei Samsung einen 8K-TV. Ich meine, der wurde auch schon auf der CES 2014 vorgestellt. Zumindest habe ich das irgendwie so im Hinterkopf, dass der da vorgestellt wurde, weil ich kenne dieses Bild. Wir haben hier eigentlich ein Einkaufscenter mit 4 verschiedenen Etagen, die wir alle wunderbar sehen in 8K-Auflösung. Ne? Also man sieht einfach alles super scharf, jedes Detail. Was hast du, Dominik? Ja, also 98 Zoll Modell ist es hier. Und ich muss sagen, es ist schon, mein Tech-Herz schlägt höher, wenn ich das sehe. 4K ist ja schon geil, aber 8K, du meine Fresse, das ist heiß. Also das Ding würde ich mir so direkt an die Wand hängen. Ne? Geldtechnisch wird das wahrscheinlich sehr, sehr teuer, aber wenn man auch guckt, der Rahmen ist die Klasse, ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein Bild eingelassen und genau. Anhand der realistischen Bilder kann man fast sagen, dass das Bild, die Bildqualität ist so hoch, das könnte auch eine Fotografie sein. Ja, wir können gleich mal näher rangehen, aber ich finde es einfach erstaunlich, so viel Fläche, man sieht, und alles scharf zu kriegen, das ist ja unglaublich, ne? Also siehst du jedes feinste Detail raus, unten wurde jetzt gerade, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber man kann einfach überall was erkennen, es ist einfach genial. Wir gehen mal kurz ein bisschen näher ran, ja, und, weil wir das gerade schon gemacht. Genau, also es ist die Bildqualität auch vom Nahen, es ist unfassbar gut, also es ist ja noch, das ist die achtfache Full-HD-Auflösung, das ist schon eine sehr attraktive Sache, auch das Design an sich sieht natürlich edel aus, leider ist das Ding im Moment noch zu teuer, aber ich glaube Samsung und LG haben beide davon abgesehen, einen Preis zu nennen. Das ist aber nur wieder Schwanzvergleich, bei LG und Samsung ist natürlich wieder nur ein Prototyp. Genau, und Preise werden da eh noch nicht genannt, weil ich meine, selbst die 4K-Fernseher, die großen sind noch zu teuer und 8K bei der Größe und der Qualität würde natürlich vermutlich so ein Häuserpreis sein. So eine kleine Einfamilien, eine kleine Eigentumswohnung bekommt man dafür. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch 8K auch gefallen hat. Kommentiert, ob ihr euch auf 8K oder 4K mehr freut. Abonniert den Kanal, Let's Play und ciao.